Weltklasse. Wieder nur ein Kaugummi und keine Ringe und wir haben kein Kleingeld mehr. Was macht ihr noch hier? Hey, wir knacken gerade deinen Kaugummiautomaten auf. Ist ein Notfall. Sag mal, hättest du vielleicht ein 10-Cent-Stück für uns? Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Bitteschön. Ich kann dir auch als Dankeschön später helfen, wenn du willst. Komm ich gern drauf zurück. Viel Spaß beim Knacken. Jo. Kim, wir machen es so. Wenn wir mit diesem 10-Cent-Stück die Ringe rausbekommen, bist du nicht mehr sauer auf mich und hast mich wieder lieb, okay? Bingo! Da sind sie. Ja, auf jetzt zum Standesamt. Warte. Jetzt hopp. Ja. Andi und du. Wir haben nur eine Spritztour gemacht. Aber Marlene glaubt, wir haben was miteinander. Verstehe. Ja, und außerdem hat sie das Gefühl, sich da irgendwie einmischen zu müssen. Wahrscheinlich meint sie es nur gut, aber... Ausgerechnet von der Person verkuppelt zu werden, in die man verknallt ist? Macht die ganze Sache nur noch schlimmer. Sie hat sie auf den Kopf zugesagt. Und warum nimmst du den Ball nicht an, wenn sie ihn dir schon zuspielt? Ich habe mich einfach nicht getraut. Mann, sie war so erleichtert, als sie gehört hat, dass ich nicht in sie verliebt bin. Aber du bist in sie verliebt. Schon, aber unsere Freundschaft ist mir eben auch wichtig und die wäre wahrscheinlich daran zerbrochen. Ja, und wie soll das jetzt weitergehen? Willst du ihr jedes Mal Theater vorspielen, wenn ihr euch seht? Das ist ja wohl die Hölle in Tüten. Hast du eine bessere Idee? Außerdem weiß sie, dass du eine Frau verliebt bist. Die wird doch keine Ruhe geben, bis sie weiß, wer es ist. Okay, dann hilft eben nur noch eins. Links blinken und rechts überholen. Und wen rufst du jetzt an? Die Telefonseelsorge? Hallo Bianca. Hier ist Rebecca von Lahnstein. Wir haben uns im Schneiders kennengelernt und sie haben mir ihre Telefonnummer gegeben. Süß, oder? Du findest es süß, wenn jemand einen Pflasterstein durchs Fenster wirft? Nicht durchs Fenster, die Tür stand offen. Ach so. Außerdem ist er von einem total gefrusteten Stammgast. Und er hat noch einen Brief hier drum gewickelt, dass ich bloß nicht aufgeben soll. Aber harter Alk an Jugendliche, da gibt's eben kein Pardon. Das finde ich eigentlich auch gut. Wie sieht's aus? Den letzten Kaffee aufs Haus? Das meine ich heute leider wörtlich. Und dann komme ich noch und mühle dich mit meinen Problemen zu. Noch hast du ja nicht angefangen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es dir überhaupt erzählen soll. Gut, dann lass es bleiben. Ich höre. Wir haben uns geküsst. Also besser gesagt, ich habe sie geküsst. Wen jetzt, Marlene? Ja, aber das ist doch so super, dass ich alles vergieße. Oder hat sich jetzt ein Rückzieher gemacht? Naja, sie weiß ehrlich gesagt gar nichts davon. Aber du bist dir sicher, dass du Marlene geküsst hast? Also die Marlene, in die du seit Wochen heimlich verliebt bist? Die Marlene, die nichts von ihrem Glück ahnt, weil du es ihr nicht sagen willst? Sie hat geschlafen. Als du sie geküsst hast? Das kenne ich, das ist krank. Ich weiß. Aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Irgendwann musst du ihr doch sagen, was los ist. Und am besten dann, wenn du wach bist und sie auch. Was ist, wenn ich das nicht kann? Dann hilft nur noch eins. Ablenken. Ablenken? Ablenken. Andere Mütter haben schließlich auch schöne Töchter. Ja, aber die interessieren mich nicht. Dann hast du ja nichts mehr zu verlieren.